In diesem Video sehen wir uns die Kennzahl EBIT, Earnings Before Income and Taxes an. Die Definition, Formel und auch Bedeutung. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Sehen wir uns eingangs ein paar Hintergrundinformationen an. Die Kennzahl EBIT stammt aus der Rechnungslegung US GAAP und wird auch in der Rechnungslegung IFRS verwendet. Es bedeutet ein operatives Ergebnis oder auch Bruttogewinn, im Deutschen Gewinn vor Steuer und Zinsen. Die Berechnung dieser Kennzahl kann über das Gesamt- oder auch über das Umsatzkostenverfahren ermittelt werden. Wie man das macht, das sehen wir uns jetzt an. Die Berechnung der Kennzahl EBIT nach dem Gesamtkostenverfahren ist wie folgt durchzuführen. Es beginnt mit dem Umsatzerlös. Anschließend werden die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen dazu oder subtrahiert. Anschließend erfolgt aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge. Abgezogen werden Materialaufwand sowie der Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen. Als Zwischenergebnis erhaltet man das EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation und Amortization. Wenn man nun die Abschreibungen aufs Anlagevermögen auch abzieht, erhält man nun das EBIT, das Earnings Before Interest and Taxes nach dem Gesamtkostenverfahren. Im Vergleich sehen wir uns nun die Ermittlung nach dem Umsatzkostenverfahren an. Hierzu beginnt man wiederum bei den Umsatzerlösen. Anschließend werden die Herstellungskosten abgezogen und erhält das Bruttoergebnis vom Umsatz. Davon werden die Vertriebskosten, allgemeine Verwaltungskosten abgezogen und sonstige betriebliche Erträge oder Aufwendungen addiert oder subtrahiert. Damit erhält man nun das EBIT. Im nächsten Schritt möchte ich euch noch die Interpretation zu dieser Kennzahl mitgeben. Die Kennzahl dient dazu, das Ergebnis der betrieblichen Aktivitäten zu bewerten, ohne Einnahmen und Ausgaben durch Steuern und Zinsen einzubeziehen. Anders ausgedrückt ist es der Jahresüberschuss um Steuern und Zinsen bereinigt. Ganz wichtig und wird auch gerne übersehen, die Berechnung des EBITs ist keine genormte Ergebnisgröße. Somit gibt es in der Berechnung Spielraum für Unternehmen. Im Großen und Ganzen halten sich aber die meisten Unternehmen nach dieser Berechnungsverfahren wie für das Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss und bis bald.